Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Crafter Deck 6. Willkommen zurück zu Dreizack Farm. Wir werden heute den letzten Schliff, denke ich, verpassen und auch das Portal verlinken, sodass wir mal schön hierher kommen können. Und ja, das seht ihr jetzt heute in dieser Folge. Ansonsten, heute Abend ist auch wieder ein Livestream. Denkt dran, um 19 Uhr geht's los. Nicht vergessen, schaut vorbei, wenn ihr Zeit und Lust habt. Wahrscheinlich jetzt, wenn ihr das Video seht, kann es eventuell sein, dass ich parallel live bin. Deswegen checkt mich mal aus und ja, bewertet mich. Nee. Legen wir los mit der heutigen Folge. Und geht es los nach dem Intro. So, okay, also in der letzten Folge haben wir das hier vorbereitet und erstmal das Ding gebaut. Ihr könnt euch die beiden ersten Folgen von heute anschauen, wo wir ein bisschen weitergemacht haben. Ich habe auch eine extrem witzige Stelle, wo ich mit Joe noch was zum letzten Mal aufgenommen hatte. Die gab es in der ersten Folge von heute, aber naja. So, um jetzt hier weiterzukommen, brauche ich eigentlich mal Flinten Steel und noch ein bisschen Holz, damit ich Leitern bauen kann, bloß Schilder bauen kann und hier die Wasserströme alles setzen kann. Und das heißt, ich muss mal wieder zurückfliegen und, oder ich kann ja zum Portal da vorne gehen und dadurch zurückgehen. Und, ja. Hol mir mal mein Zeug. Das ist nicht so spannend, deswegen bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder zurück und hänge nur etwas falsch im Block drin. Ja, dann ist mich richtig gelandet. Und, ja, ich habe eben in der Nacht auch noch eine Szene aufgenommen, wo ich hier was gefunden habe unter Wasser. Zeige ich euch mal eben. Oho, da ist doch ein Drowned gespawnt. Sieht nach einem Baby Drowned aus. Und, fährt jetzt hier lang und der ist auch etwas weiter weg gespawnt. Ja, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Hier beobachte ihn mal. Ich habe hier die Hitbox halt gefunden. So, drowned. Findet er den Villager? Nein, er ist despawned. Er ist despawned, bevor er beim Villager war. Ist das euer Ernst? Ist das ernsthaft euer Ernst? Der Baby Drowned ist despawned. Ohne Witz. Aber auch ein paar davon bewegen sich überhaupt nicht. Ja, ich denke mal, ich werde eine Leiter machen und etwas niedriger mich dann hinstellen. Und da einen AFK-Raum bauen oder so. Boah, das war jetzt also richtig ekelhaft. Ja, was soll ich machen? Ja, klappt ja mal wunderbar wieder. So, ist nicht deprimierend. Zeug spawnt und despawnt. Ja, egal. Also, hoffen einfach mal, dass es dann später auf Dauer funktionieren wird. Ich habe ein bisschen Holz dabei und ich habe auch Leitern dabei. Und da kann ich jetzt hier mal ein bisschen reingehen und ein paar Schilder mir besorgen. Zunächst mal ein paar Sticks besorgen. Und dann, so ein paar können wir machen, 15 Stück. Vielleicht für den Anfang und dann. So, also. Wasserströme, das heißt. Nein, ich will da nichts draufschreiben. Ah, es würde sämtliche Optik zerstören, wenn da was drauf ist. So. Also. Wasser fließt hier entlang. Und fließt halt so, wenn es so fließt. Da ebenfalls. Und jetzt wieder neue Schilder. Gucken, wie lange die reichen. Dann da nochmal. So ein Gedankenexperiment von mir. Sollte aber hoffentlich klappen. Ja, das müsste eigentlich gehen. Dann Wassereimer. Was macht ein Wassereimer, den ich hier drauf setze? Okay, der würde bis tatsächlich hier vorne fließen. Soweit. So gut, dann mache ich einfach mal das hier. Ja, und dann kann man ja theoretisch hier so durchschlagen. Oder? Kann man das? Ja doch, Drowned, die würden ja nicht. Kann ich mal kurz zur Seite machen. Also egal. So, Drowned würden ja nicht auf dem Wasser hochschwimmen, sondern die würden einfach sinken und stehen bleiben, oder? Wollen wir es hoffen. So, und dann kann ich hier Wasser.
So, soviel zu dem Thema nach vorne schwemmen. Ich muss mal Neues holen. Flup und flup. Und dann fülle ich das auch. Und jetzt muss ich gucken, dass ich seitlich die Ströme auch noch hinkriege. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Was ist denn, wenn ich meinetwegen da noch so einen hinsetze? So. Okay, dann ja, fließt der schon mal nach da und so. Okay, das geht schon mal nicht. Yep. Hier entsteht jetzt eine unendliche Quelle. Hier entstehen ganz viele unendliche Quellen. Das war nicht beabsichtigt. Jetzt muss ich hier wieder zumachen. In der Hoffnung, das zählt jetzt nicht als Dings. Als watergelockte Slab. Oh, doch, die ist gewaterlockt. Das heißt, der Source-Block bleibt bestehen. Ja, Quellblock bleibt bestehen. Jetzt ist noch gleich wieder Nacht. Mal gucken, ob wir da irgendwie was kriegen jetzt. Komm, ich nehme mal hier die ganzen. Dann muss ich erstmal die Wasserquellen hier wieder wegkriegen. Dammit. Das war jetzt leider ein bisschen too much. Oh, was ist denn hier passiert? Ah. Ja, die werden hochgeschleudert und müssen jetzt eigentlich auch dann hier weggeschwemmt werden. In die Ecken sollte ich nichts machen. Ja. Irgendwie so. Vielleicht. Dann setze ich einfach nur eine in die Mitte. Also so hätte ich ja schon mal nichts dagegen, muss ich sagen. Da hätte ich ja nichts dagegen, aber das Problem ist, kann es gleich, warum kommt es nicht in die hintere Ecke? Wenn ich jetzt die hintere Ecke ebenfalls setze, dann hier und hier, dann wird hier unendliche Wasserquelle, wird alles unendliche Wasserquelle. Man. Naja. Der Wasserstrom ist begrenzt funktionsfähig. Boah, ey. Was ist denn hier los? Ist ja furchtbar. Das ist echt furchtbar. Die Sache mit den Wasserströmen, ey. Also habe ich jetzt ein bisschen zu knabbern dran. Ich würde gerne mal ein Erfolgserlebnis noch haben, und zwar, dass der erste Drowned also hochgeschleudert wird. Das wäre schon mal ganz schön. Ja, also so würde es ja gehen. Das einzige Problem ist, welche die hinten raus flubbern, da würde nichts passieren. Aber ich gehe mal davon aus, dass die sich auch früher oder später weiter bewegen werden. Oder aber kann ich irgendwie vielleicht, wenn ich hier das eine Ding wegmache und dann, nee, das geht auch nicht. Dann habe ich einfach nur Wasser. Nee, das wird auch nicht viel bringen. Ja, keine Ahnung. Sobald ich jedenfalls ein Wasserding hinsetze, dann wird's eng. Egal. Ich hoffe mal, dass es reicht und so, dass alles Mögliche, was hier hochkommen würde, gesammelt wird. Und das würde dann hier vorne landen. So, ganz einfach. Check. Und dann müsste ich halt noch vielleicht nach oben gehen und irgendwie jetzt ein Dach drüber bauen. Also beispielsweise hier nochmal hochgehen, zwei Stück oder so, dann nochmal hochgehen, zwei Stück. Zwei und da nochmal hochgehen. Eins, zwei. Bisschen Glas kann noch dran. Komm, machen wir mal. Ertrunkener, please. Spawne. Und sammle dich. Ich halte mal ein bisschen Ausschau. Jetzt aber der Ertrunkene geben. Die vor allem Lust auf den Villager hier unten haben. Guck mal, die Mobs spawnen sogar noch bis da hinten hin. Da sind schon mal Fische. Sollte akzeptabel sein. Nix. Einfach nur nix. Dabei bewegen sie sich halt auch nicht. Das ist halt die andere Sache. Aber ich glaube, Drowns müssten immer. Ne, es sind Fische. Ach Leute, ja egal. Ich werde das hier mal ein bisschen testen und ein bisschen AFK generell hier stehen. Und jetzt machen wir noch eine Plattform etwas weiter unten drunter. Und zwar, also zunächst mal hier oben, ja, könnten wir noch ausleuchten und ein paar andere Sachen machen. Zunächst mal Crafting Table.
Hier, ich werde mal ein paar von den Slabs besorgen. Und diese bilden dann das Dachlein. So, dann kann ich jetzt einfach hier mal so ganz blöd ein bisschen drüber bauen. Fertig. Ende Gelände, vielleicht ein bisschen Überhang, dass wir nach vorne rausgehen. Und hier vorne, wo die Sammelstation ist, kann ich auch ein bisschen Überhang machen. Oder noch ein bisschen mehr Überhang als auf den anderen Seiten. Sieht so aus wie so eine Kappe. Nach außen, nach außen. Und dann hier jeweils, da an die Ecken. Und hier an die Ecken. So, und jetzt geht's nach vorne. Da müsste ich vielleicht dann halt hier mal lang. Zuflecht. Also wir machen das hier 1, 2, 3, dann 1, 2, 3, 4. Ja, irgendwie so nach hier vorne dann. Ne, dann lasse ich es rund. Okay. Hier kann ich abbauen. Kann auch weg. Kann weg. Und jetzt brauche ich noch mal ein bisschen Glas. Das kommt dann hier auf die Seiten. So in etwa. Check. Check. Okay. Und damit sollte die Farm erstmal fertig sein. Und jetzt kommen wir noch zur AFK-Plattform. Und ich habe natürlich Flintens Ziel vergessen. Obwohl ich eigentlich unterwegs war, um welches zu holen, ich habe es trotzdem vergessen. Naja, war abzusehen. Aber ich habe dafür Leitern mitgenommen. Und die kann ich ja mal versuchen, jetzt hier so zu platzieren. Also von oben nach unten gesehen. So, dass ich einfach immer so ein bisschen... Nope. Ah je, soll ich das von unten machen, komplett? Soll ich drown in der Nähe? Nüpp. 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 Ich kann mir eine Farm bauen, wo man selbst auf einmal der Magnet ist für die Drowns oder so. Dann steht man auch unten und alles lädt, aber... das Problem ist einfach, dass gerade nichts gespawnt ist. So, dann... Ja, ich wüsste vielleicht, wie wir das machen könnten. Und zwar zunächst, hier geht es ja runter... Komm, ich gehe einfach mal komplett vom Boden bis nach oben, mache ich hier mal so eine Reihe dran. Und dann auf entsprechender Höhe kann ich ja so einen kleinen AFK-Raum oder so machen, der etwas niedriger liegt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das passt oder nicht passt. Ja oder nein, vielleicht, eventuell. Wie ist das? So, jedenfalls, wir können jetzt hoch und runter klettern und dann halt einen, ja, einen Raum oder so eine Ebene. Und gegebenenfalls aussuchen, wo wir parken werden. Naja. So, damit haben wir alle Zutaten für ein Flint and Steel. Achso, oh, soll ich vielleicht mal craften? Dann zünden wir das mal an. Wir werden natürlich jetzt an einer anderen Stelle rauskommen, aber ich habe nochmal auch hier ein bisschen Obsidian. Einmal hier durch. Der Weg im Nether ist schon gebuddelt. Müssen wir jetzt nur noch Blöcke setzen. So, jetzt komme ich nämlich hier hinten bei dem Portal raus. Aber wenn ich zu meinem will, müsste ich einfach nur hier hin gehen. Und dann haben wir eigentlich auch schon alles. So, also das ist halt die Mindestanforderung. So. Oh. Das war gerade etwas so weit hinten platziert. Wie sind der da hingekommen? OP-Spitzhacke. Ist die Antwort auf alles. So in der Art. Zack. Und jetzt müsste ich ein Portal haben, was synchronisiert ist. Ich habe es nicht genau ausgerechnet. Ich habe nach Augenmaß jetzt gemacht, weil ich glaube, dass da noch allzu viele Leute ebenfalls was machen, was einen stört. Und yes. Wir sind hier oben gelandet. Das funktioniert. Und jetzt heißt es halt warten und hoffen, dass hier oben was spawnen wird. Und mit einer eventuellen Aussicht halt noch auf eine Spawn-Plattform, die wir etwas niedriger bauen werden. Also es ist einfach nur so aus Spaß, ne? Einfach, weil ich gar nicht weiß, was so die richtige Höhe ist. Ich hatte eigentlich gedacht, ich bin oben auf der richtigen. Hä? Was ist jetzt passiert? Eigentlich habe ich nach vorne gedrückt, aber ich konnte nicht hochlaufen. Egal. So, ich habe noch ein bisschen was von den Blöcken hier. Sag mal, kann ich... Wieso kann ich denn da nicht hoch? Weil ich im Elytra-Flugmodus bin oder was? Im Elytra-Flugmodus kann man nicht klettern, sag das doch. Deswegen ging's nicht.
Je, dann machen wir halt mal ganz spontan den hier. Ah, und jetzt kann ich klettern. Und ich fliege die, oder ich hänge die ganze Zeit dran und wundere mich, dass er nicht hoch kann. Mir ist das schon auch schon mal aufgefallen, dass es mit der Leiter nicht funktioniert und Leiter, weil, ja, bei mir kam das an einer ziemlich ungünstigen Stelle und zwar am End. Da ist natürlich ziemlich viel Spaß. Ist das ein Endkam? Oh nein, 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 nein! Ja, ich bin schon wieder runter mit Leiter geflogen. Boah, was ist denn die richtige Stelle am besten? Die richtige Stelle zum... Ich mach mal einen auf halber Höhe. So irgendwo hier so. Vielleicht. Jetzt sollte aber echt richtig viel Ozean geladen sein. Richtig viel Ozean sollte geladen sein. So, dann gehe ich mal ganz spontan nach hier hin. Ich weiß gar nicht, ob ich Block Ober- oder okay, Block Unterseite bin ich. Und da mache ich einen ganz doofen AFK-Raum, der so aussehen wird. So, einmal rundherum. Da wird eine Tür reinkommen. Hier werde ich mit Prismarine zubauen. Hier wird auch noch eine Slab reinkommen. Da kommt eine Tür rein. Dann hier einmal hoch. So, ist mir jetzt egal. Und ich stopp. Bevor ich es vergesse. Ja, ich habe die Hitboxen angemacht, damit ich ein bisschen besser sehen kann, was abgeht. So in der Art. Da werde ich nochmal kurz Slaps mit denen hier draufsetzen. Hier kommt eine Tür hin. Und da kann ich mich auch hier reinstellen, wirklich AFK stellen. Und da kann ich immer mal gucken, ob oben was gekommen ist oder nicht. Und der Gedanke ist halt, dass wenn ich hier so drin stehe, ich weiß nicht, kommt mir so vor, als wenn hier mehr gespawnt ist, beispielsweise. Nee, das ist nur ein Item. Die Fische bewegen sich aber auch nicht wirklich hier. Aber sie bewegen sich schon mal überhaupt etwas besser und vielleicht hilft das für Spawning generell. Ich glaube nicht, dass da hinten irgendwas auftauchen kann, das müsste zu weit weg sein, ja. Ja. Chillen einfach mal hier und gucken mal, ob was kommt. Also, drei Zacke zu besorgen ist nicht einfach. Entweder du farmst die ganze Zeit und hier oben ist was drin. Drei Drowned oder Fisch. Fisch. Fischschwarm ist drin gelandet. Ja, klasse. Das soll keine Fischfarm sein. Das soll eine Drowned-Farm sein. Die Fischfarm kommt noch. Die werden wir auch noch bauen. Die wird etwas weiter drüber hinkommen. Und warum brauchst du eine Fischfarm? Du hast ganz viel gebratenen Fisch. Ja, meine Freunde. Aber Fische droppen Knochenmehl, Bone Meal. Und den Bone Meal, den hätte ich vielleicht gerne. Aber ich habe ja keine Skelettfarm. Und Knochenmehl ist nicht verkehrt. Dann können wir vielleicht noch was Komplexeres bauen. Ich habe von El Mango so ein Design gesehen von Outmatch Baumfarm mit TNT-Kloner und sowas. Vielleicht könnten wir uns sowas noch bauen. Und wo ich gerade da bin, ich wollte mir eine Tür machen, habe ich natürlich auch wieder vergessen. Noch eine zweite, so, und jetzt nochmal eine Tür, so. Und die kommt dann da rein. Und dann haben wir unseren AFK-Raum auf halber Höhe. Wer hat's gedacht? Und ich falle immer runter. Also Leitern und Elytras, die tun sich irgendwie nicht gut. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie tun die sich nicht gut. Du musst ein Stückchen zur Seite, musst Leertaste gedrückt haben. Und schon geht was nicht. So, und dann kannst du einfach mal so reinlaufen hier so. Zack. Zumachen. Ich kann nochmal eine Fackel hinsetzen. Da und da. Nee, okay, nur eine einzige. Dann kann ich die hinten dran machen. Ja, und jetzt heißt es dann immer warten und AFK sein. So viel jedenfalls zum aktuellen Plan. Oben drauf kann nichts spawnen. Mob sicher. Ja, vielleicht muss ich einfach mal in der Nacht oder so hier auf K dran stehen. Egal, aber damit sollten wir es geschafft haben. Und ich würde sagen, wir sind noch fertig mit der Folge hier. Wir sehen uns dann gleich im Livestream wahrscheinlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, das Krachen. Und tschüss.